Dann fährst du mal nach da unten. So, Max, ich mache jetzt genau das, was du meinst. Passt ja auch. Der Zweck, die Feder führt, das Schwert folgt. Ja gut, Max, ja gut. Natürlich wissen Sie, was das, ne? Beste ist. Ja gut. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Jetzt schon wieder da unten, meine Güte. Mobilisieren. Das würde natürlich auch erklären, warum du tendenziell ein wenig bessere Bilanzen hast. Rein hypothetisch natürlich, nur rein hypothetisch, versteht sich. Wooten. Schiff unter Beschuss. Cool. So, das. Und das hier, Morgenröte. Ich habe auch mittlerweile aufgehört, die zu benennen, weil die eh mal alle in Freitod fahren, von daher. Irgendwann, wenn mal Frieden ist, dann kann man drüber nachdenken, dann. So, und wie ich sehe, haben wir schon 15 Geschosse. Reiß ich es ab. Hat eines ihrer Schiffe versenkt. Ein Schiff wurde zerstört. Nein! Du willst mich verarschen. Das Schiff war doch... Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, dafür habe ich eine Insel. Insel erobern. Wenn sie doch nur irgendetwas Ambitioniertes damit vorhätten. Komm. Ein besonders lukrativer Auftrag. So, es gibt wieder Geld. Ein? Einer? Nee, da warte ich nochmal. Da warte ich nochmal. Ich glaube, das steigt ja gleich mit der Zeit. Sie wollten diese Majestät in eine Monstrosität verwandeln. Es ist halt immer das Gleiche. Du guckst einmal ganz kurz nicht vor Ort und dann passiert so eine Scheiße. Ja, entspann dich. Warte mal. Diplomatie. Kollege. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Umgehen. Abschussaufgabe. Kann man mal annehmen. Mutig. Leicht erhöht, einschmeicheln. Ich habe nichts zu tun, um ehrlich zu sein. Aber es war schön, sie kriechen zu sehen. Ich muss halt immer bei dem noch ein bisschen meine Diplomatie hochpumpen, weil der ansonsten ein wenig pissig wird, wenn ich andauernd Inseln einnehme. Und das nicht gerade allzu wenig. Das mag der auf Dauer echt nicht. Das mag der gar nicht. So, und fehlende Elektrizität. Ich glaube, ich muss tatsächlich meine ganze Infrastruktur nochmal ein wenig überarbeiten. Passen denn die ganzen... Das ist halt die große Frage. Passen die jetzt alle nebeneinander? Das ist zwar nicht schön, aber notwendig. Gut, die passen nicht nebeneinander. Na toll. Aber eigentlich sollte das reichen, tatsächlich. Dann machen wir das hier so als Backup im Prinzip für später eventuell, falls man mal das brauchen tut. Aber jetzt für den Moment brauchen wir eigentlich nur eine, die hat dann auch Strom. Das ist der große Vorteil. Ja, Max, mit dem Geld, wie gesagt, geht hoch, ich sehe es. Aber eigentlich dachte ich, ich kriege das auch so hin. Keine Anbindung an Straße, wo immer ist die Straße her? Reicht das mit der Straße, wenn ich hier verbinde? Geht das überhaupt mit der Straße, wenn ich hier verbinde? Nein, geht natürlich nicht. Schiff unter Beschuss. Ey, 3 Sekunden mal ganz kurz Ruhe, ne? 3 Sekunden nur. Achso, hier. Ja, mach doch. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ihr fahrt mal rein. Ich hab da Vertrauen in euch. Bauen. Und zwar einmal zack. So, das mit dem Kraftwerk müsste eigentlich bis hier reinreichen, hoffe ich. Sie ruinieren. Ja, das reicht. Sehr gut. Beziehungsweise, wir machen erstmal kurz den hier. Nochmal kurz abreißen. Und zwar Hafen erstmal bauen. Stadt, Hafen, da haben wir es. Also das ist ein bisschen angenehmer hier zu bauen, über das Menü. Ernsthaft? Schöner geht's nicht? Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Jo,
Insel erobern, danke. Jetzt kriege ich wieder Negativpunkte bei dem einen. Irgendetwas Ambitioniertes damit vorhätten? Nee, habe ich nicht. Ich will dich einfach nur abfacken. So wie du mich abgefuckt hast. Diese Majestät in eine Monstrosität verwandeln. Ja, ich habe Erfahrung. Ich spiele öfters mal mit Freunden, Anno. Ich weiß, wie Monstrositäten aussehen. Ich werde sie nicht verkaufen. Minus 3. Ich werde sie ruinieren. Übrigens, das ist dein Charakter, Max, ne? Das ist dein Dude. Der gehört zu dir. Wurde beendet. So, Verbindung. Ihr Hafen wird angegriffen. Meine Güte, kann man nicht mal 3 Sekunden hier was bauen, ohne andauernd genervt zu werden? Vom Stapel gelaufen. Ist es wieder in einer neuen Welt? Nee, wo ist es? Wo wird mein Hafen denn angegriffen? Nur mal so zur Vorsicht. Die neue Welt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Hier nicht. Kolonie. Ergo könnten wir jetzt Elektrizität und Ölhafen. Was brauchen wir dafür? Ölhafen, Hafen, Öllager. Ja, Lehm, also Ziegel. Die alte Welt. Was brauche ich für eine Ölroute? Also reichen da normale Clipper oder brauche ich dafür ein Dampfschiff? Fehlende Elektrizität. Jo, Moment. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Frachtschiff. Schlachtkreuzer. Monitor. Schiff nicht freigeschaltet. Öltanker. Dampfmaschinen brauchen wir dafür. Sagt doch das mal einer hier. Oh Mann. Achso, Blizzard, was? Um was geht's? Woher kennt man die? Puh, gute Frage. Also, ich wüsste es, aber ich weiß es gerade nicht. Theoretisch wüsste ich's. Müsste ich's wissen. Oder sollte ich's, dürfte ich's wissen. So, und dann gucke ich mir mal eine schöne Insel aus bezüglich Nickel und Zink für die Dampfmaschinen, weil das will ich ganz gerne auf einer Insel. 30 Sekunden, 30 Sekunden. Kupfer. Eisen. Einmal Kupfer, einmal Zink. Einmal Kupfer, keimal Zink. Einmal Kupfer, einmal Zink. Einmal Kupfer, einmal Zink. Das sollte reichen. Auf der Hauptinsel sollte es reichen. Die Frage ist, wo? Wo haben wir die freien... Ach, wir hatten hier oben noch freie Minen, ne? Hier, ja. Spielstand gespeichert. Das ist sogar an Reichweite von einem Lagerhaus. Da brauche ich gar nicht mehr viel großartig zu tun. Ja, und hier ist halt jetzt dann einfach ein fehlendes Lagerhaus. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier verbinde, irgendwie, kann ich das dann noch vielleicht für das Lager oben nutzen? Also dass dann halt vom Weizen was runtergebracht wird? Warum wird denn das jetzt nicht grün? Okay, nicht in Reichweite, schade. Doppelt schade, weil es hier auch nicht passt. StarCraft, Hearthstone, ja genau. Das sind alles die Spiele, die ich eigentlich gar nicht spiele. Welches? Wo? Wir helfen, wo wir können. Was? Wo? Was hat das jetzt gerade angegriffen? Der hat schon wieder eine Insel besiedelt. Ich bin so zweidimensional. Ich gebe dir mal zweidimensional. Der baut immer seine Fuck-Inseln genau in meinen Bereich. Der hat sie doch nicht mehr alle. Der hat einfach irgendwie den Schuss nicht gehört. Kupfervorkommen, Eisenvorkommen. Kupfer und Zink noch einmal hier unten. Hatten wir schon geklärt.
Zink einmal. Also hier ist ziemlich viel Zink tatsächlich. Wenn ich mal so überlege, wie es auf der... Kupfer? Ah, schade. Wenn ich mal so überlege, wie es auf der Multiplayer-Karte ausschaute, da hatten wir Zink nur auf 2 Inseln oder so. Und eine davon hat Max abgekauft. Das war... Ja, spannend, sag ich mal, spannend. Spannend im Sinne von non-existent. Gut, weißt du was? Dann, braucht ihr schon Strom? Meine Thesen braucht man noch gar nicht, gar keinen Strom. Dann machen wir mal hier wieder Stopp. Schließ die Ventile. Und Dampfmaschinen. Dann haben wir hier nämlich dann Messing. Das können wir platzieren. Zwei können wir platzieren, das passt. Kommt auch ins Industriegebiet. Ey, ganz ehrlich, die Kühlerei. Die ist etwas nervig mittlerweile, weil die einfach nur noch im Weg rumsteht. Die brauche ich eigentlich schon noch, aber ich will sie nicht mehr brauchen. Ich werde das irgendwann auf die andere Insel verlegen mit der Kohle. Momentan da, wo Fisch noch geholt wird, ich weiß. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, ihr baut erstmal. Hafen wird angegriffen. Schiff unter Beschuss. Auf Ihren Befehl. Haben wir schon wieder? Haben wir schon wieder. Haben wir schon wieder. Waffenstillstand. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Das wird ja... Warum wird das immer weniger? Das war nichts. Das wird ja immer günstiger. Wie geil ist das denn? Wir haben irgendwann mit 17.000 angefangen, dann waren es noch 19.000. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, das hier. Hier, du solltest vielleicht nicht noch weiter angreifen. Das war eine schlechte Entscheidung. Nee, ganz dezent beschissene Entscheidung. Obwohl, der wird nicht gefokust, von daher. Der geht auf das Frontschiff. Soll er machen. Und wenn ihr hier fertig seid, dann fahrt ihr mal bitte in die neue Welt, dann machen wir da gewissermaßen einen gewissen Kollegen fertig, der mich ein bisschen genervt hat. Aus dem Grund, weil wir es können. Der Widerstand. Pack einfach ein Atomkraftwerk in die Mitte deiner Stadt und easy. So, wieder negativ bei dem Kollegen hier. Ambitioniertes damit vorhätten, Sie werden diese Majestät. Muss ich hier wirklich... Ja, ist in Ordnung, Junge. Ich will dich doch gar nicht anpinkeln. Es tut mir doch leid. Entspann dich. Schafft ihr das alleine in die neue Welt oder gibt es da wieder Probleme? Apropos in die neue Welt schaffen alleine. Wie schaut es denn mit meinem kleinen Schiffchen aus, was ich wieder nach unten schicken wollte? Spielstand gespeichert. Ist das, was ich hier sehe? Ja! Ja, das ist ja der Wahnsinn. Es hat es geschafft und es ist nicht in Freitod gefahren. Es ist nicht in den Freitod gefahren. Und das ist eine Errungenschaft. Das muss man feiern. Wie erbärmlich. Annehmen. Warnung, schon wieder eine neue Warnung. Na gut, das interessiert mich nicht. Alles löschen. Benachrichtigung. Alles löschen. Ja, und ihr fahrt jetzt bitte nicht so bescheuert wieder in irgendein Feuer rein. Hab ich auch keinen Bock drauf. Ja, und dann können wir theoretisch da unten in der neuen Welt ein bisschen aufräumen, bis das mit den Dampfmaschinen hier geklärt ist. Ist aber auch nur eine Frage von ein paar Minütchen, weil, guck mal, Eisen haben wir, glaube ich, auch genug vorrätig. Uns geht das Material aus. Was? Eisenmine ist noch nicht versklavt? Was? Bitte was? Wie viele Eisenminen haben wir denn eigentlich im Betrieb? Auf der Insel 2. Und wir haben 2 Eisenvorkommen, passt. Oder? Ja. Das ist Kohle. Die arbeiten auf 220%, das ist gut. Ja, ihr müsst ein bisschen mehr arbeiten hier. Heute ist Zahltag. Ihr feinen Pinkel seid doch alle gleich. Ja, mit dem Eisen, ich müsste die andere Produktion nochmal anwerfen. Die müssen mal richtig laufen. Haben wir Kohle auf Vorrat oder müsste ich da schon jetzt nachhelfen, weil... Nee, haben wir auf Vorrat. Ja, dann. Ohne die
nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Ja, schlimm, ne? Gute Nacht, du Banane. Gute Nacht, du Feuer. Das hört sich falsch an. Neue Ziele? Ihr Hafen wird angegriffen. Ach, das ist er hier. Die Pimmelnase. Soll er doch Stunk machen. Soll er doch von mir aus gerne Stunk machen. Schlachtkreuzer. Dampfmaschinen. Wir brauchen halt echt Dampfmaschinen dafür. Oh Gott. Wo ist noch Platz dafür? Ich brauche Kohle. Ich brauche mehr Platz für die Kohle. Also ich verschiebe die schon die ganze Zeit. Kein Warenlager in der Nähe. Jo, hier ist kein Warenlager in der Nähe. Moment. Ich helfe nach. Obwohl Strom in der Nähe ist schon praktisch. Machen wir das mal so hier und es ist nicht optimal, ich weiß. Verfügbare Fläche 100%, okay, das klappt. 100%. Müssten beide auf 100% laufen, theoretisch. Wenn ich mich da jetzt nicht grundlegend täusche. Was ich wahrscheinlich wieder tue. Irgendwo. Hundert Prozent. Okay, das passt. So, Zink. Ne, Kupfer fehlt. Dann Dampfmaschinen. Alles Schöne bleibt unter einem undurchdringlichen Dunstschleier. Dieser Typ, ne, der hat auch bei allem, was ich mache, hat der ein Wörtchen mitzureden. Das ist so ein bisschen anstrengend. Guck hier, plus 3, geht doch wieder. Sag ich doch. Ist genau mein Reden, genau mein Reden. So, hier kommt jetzt ein weiteres Warenhaus hin. Allein dafür, dass das ein bisschen entlastet wird. Warum habe ich... Achso, ich wollte die Kohle verlegen. Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht getan. Jetzt könnte man überlegen, ob man eventuell noch ein Warenhaus... Nein, passt nicht hin. Also das hier hin zu verlegen, das... So könnte es klappen, aber dann würden wir theoretisch hier die Waffen... Geschützfabrik. Das klappt, warte mal, das klappt doch. Doch, das klappt. Wenn ich die Waffenproduktion nämlich einmal nach oben schiebe, dann das hier nach da unten schiebe. Hin- und Hergeschieberei wortwörtlich. Es ist alles ein bisschen zusammengewürfelt, ja, aber es klappt, es klappt. So. Huch, was ist denn da? Was? Alles klar. Die haben schon das Auto erfunden, obwohl es noch gar nicht existiert. Doch, die fahren tatsächlich mit Autos rum. Stimmt, sobald die Strom haben, fahren die mit Autos. Eigentlich ein Logikfehler. Eigentlich dürfen die noch gar keine Autos haben. So, Dampfmaschinen. Uff da. Was streamst du am Samstag? Ich tendiere unter Umständen zu Subnautica wieder. Weil das hat ja schon eine Zeit lang keinen Platz gefunden. Eventuell. Aber nicht drauf festnageln, bitte. Danke. Schoner steht bereit. So, währenddessen mal die Fischroute überprüfen. Ich sehe. Scheint gut zu funktionieren. So gut, dass tatsächlich die Produktion gar nicht, also die Lieferung gar nicht mehr hinterherkommt. Demnach ist Zeit für Überstunden. Demnach ist absolute Zeit für Überstunden. Hallo! Heute, ja, ganz ehrlich, komm, einmal müsst ihr kurz Überstunden machen, bis es auf der Hauptinsel aufgefüllt ist. Und dann könnt ihr wieder auf Chill-Modus. Aber erstmal arbeiten. So, in die neue Welt mit dir. Bestätigen. In die neue Welt.
Jetzt haben wir halt hier auf der Seite gar kein Militär mehr. Muss ich ein bisschen mit... Ein bisschen auf Risiko spielen. Aber wird schon passen. Aber guck mal hier, Kaffee, das funktioniert tatsächlich. Ah, hier, wir wollten... Stimmt, warte mal. Haben wir noch Lehm hier? Steine? Haben wir. Und brauchte ich aber... Nee, ich brauchte nur Lehm, ne? Nur Lehm war es. Ja, dann transportieren wir das mal in die neue Welt. Aber ich guck lieber nochmal, vielleicht eventuell brauchen wir noch für die Vorräte, weil ich will ja hier ein bisschen Lager noch haben. Die Schiffe brauchen ja ein bisschen Zeit, bis sie in der neuen Welt sind und wieder zurückfahren und so weiter. Das möchte ich ganz gerne mit dem Lagerhaus noch ein bisschen weiter dämpfen. Ja, okay, nur Ziegel, das passt. Die alte Welt. Dann Flaggschiff, auf mit dir in die neue Welt. Nein, stopp, nicht mit dir auf in die neue Welt, weil ich weiß, was passiert, wenn ich dich einfach so losschicke. Das klappt nicht. Bitte nicht, kann nächsten Samstag nicht beim Polen aus. Oh, Mann. Bakia. Ich hab mich schon drauf gefreut auf Subnautica. Das ist ein Spiel, was ich jetzt halt, wie gesagt, da wird es richtig spannend erst. Aber du kannst es ja theoretisch als Video on Demand gucken. Das ist ja der Vorteil, der große Vorteil. Wäre das ein... Also, das ist ja der Kompromiss jetzt. Alternativ kannst du mir auch gerne ein Spiel vorschlagen. Ich hätte jetzt ganz gerne wieder ein Singleplayer-Spiel gespielt, weil jetzt waren ja ziemlich viele Multiplayer die letzte Zeit am Start. Prinzipiell sind die ja nicht schlecht, ne? Multiplayer-Spiele. Aber da hatten wir halt so ein bisschen die Mischung macht's halt. Haben wir eigentlich schon ein Item in der Hafenmeisterei? Nee, ne? Hafenmeisterei steht hier, aber da habe ich noch gar kein Item ausgerüstet. Beeinflusst Schiffswerften. Ajo. Ja, mein Jung, du. Warum haben wir das noch nicht getan? Eine Epidemie breitet sich aus. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ist doch mal was ganz Tolles. Sie haben die ganze Zeit schon sowas Fauliges an sich. Ich hab was Fauliges an mich. An mir in dem Falle. Entschuldigung. Typisch. Max, das ist wirklich dein Charakter. Das ist absolut dein Charakter. Auch vom Charme her. Dicke Bertha. Pendlerkai brauchen wir noch nicht. Eventuell später. Was wollte ich jetzt machen? Hafenmeisterei, eine weitere. Die war unter Arbeiter. Hafenmeisterei. Die wird wahrscheinlich jetzt einen überschnitten. Ja, der hat natürlich jetzt einen überschneidenden Radius. Logisch. Das ist doch ein Witz. Ein Millimeter, ernsthaft? Der eine Millimeter macht's jetzt. Verlegen wir dich halt um einen Millimeter nach. Geht nicht. Gespeichert. Es geht nicht. Der eine Millimeter macht jetzt wirklich den Unterschied. Dann lege ich dich mal nach. Pass auf. Freie Küste erforderlich. Warum denn schon wieder freie Küste erforderlich? Ist doch frei. Achso, weil da noch das... Klar, weil da noch die alte Werft ist. So, geht's jetzt? Ach, jetzt geht's. Da, eine Hafenmeisterei. Breitet sich aus. Freier Hafenbereich erforderlich. Boah. Ja. Zack, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht hier oben. Hier unten in dem Falle. Das kann ich auch gut und gerne nach da legen. Hier ist ja auch Wirtschaft. Dann wird das hier unten ein kompletter Hafen, ein Hafenhafen. So. Dieses ewige... Dies ist ein freier Hafenbereich erforderlich. Du musst es noch ein Millimeter verlegen, damit es funktioniert. Freie Küste erforderlich. Das ist echt so... Das ist echt unglaublich nervig. So. Wieder nach hier oben.
geschafft? Oh, mein Sodbrennen wird stärker. Belastend. Unfassbar belastend. Warte mal, machen wir mal. Weil es eigentlich relativ schön ausschaut. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Schiff unter Beschuss. Ihr seid so ein bisschen anstrengend, wisst ihr das? Schiff unter Beschuss, wo denn jetzt schon wieder? Ach, das ist hier die Dame. Moment, Diplomatie. Eigentlich müsste es jetzt... Hey, wir sind doch im Frieden. Dachtest du hättest uns in Sack